Hallo, wir sind die Gruppe Learn to Learn und wir sind Tobias, Maya, Konrad, Lennox, Felicitas und Luise. Wir haben uns an das Problem gemacht, dass man nicht mehr wirklich lernt, wie man lernt, beziehungsweise viele nicht in der Schule selber wirklich lernen, sondern mehr Dinge auswendig lernen, nur für den kurzen Test und danach ist wieder vergessen und sich dazu noch ständig einzureden, das brauche ich später eh nicht, ist dann nicht wirklich eine große Hilfe. Und darum kommen wir zu unserem Produkt. Bei unserem Produkt, die App, gibt es eine Bibliothek, in der verschiedene Lernstrategien aufgelistet werden. Dazu kann man auch sich selber testen lassen, welche Lernstrategie am besten zu einem passt. Dazu haben wir erstmal recherchiert, welche Lernstrategien und welche Lerntypen es gibt. Da gibt es einmal den motorischen Lerntyp, den auditiven Lerntyp, den visuellen Lerntyp und den kommunikativen Lerntyp. Und dann haben wir noch Fragen herausgesucht, um zu testen, welcher Lerntyp man ist. Wir haben Flutter und Dart benutzt, einfach weil es schnell geht und weil wir später auch für andere Systeme anwenden können. Und wir haben Word benutzt, um uns ein paar Dinge zu notieren. Ich erkläre euch kurz die App. Also Learn to Learn. Oben haben wir eine Zeile mit dem Titel. Kann man auch einen Account irgendwann noch erstellen. Dann hatten wir auch noch Einstellungen. Dort kann man bisher nur den Sound einstellen. Gibt auch noch mehr, hoffentlich. Dann gibt es den Startbutton, um seinen Test oder um das Quiz zu starten. Und kann man auch noch die Farbe des Lamas ändern? Alpaka. Und dann hat man halt den Test, das sind insgesamt 10 Fragen und die Beamten, die kann man kurz beantworten. Und dann hat man am Ende ein Ergebnis, wo man sieht, welcher Lerntyp man ist. Dann gibt es auch noch eine kurze Beschreibung. Dann Learnit, darüber kann man hier seine Lernmethoden hier anwenden. Also als Ausblicke wäre natürlich einfach so das generelle Design der App ein bisschen zu verbessern. Vielleicht hat man es gerade eben schon gesehen, da sind ein paar Sachen noch nicht richtig schön gerade und sowas. Das sind natürlich erstmal Kleinigkeiten. Ein weiteres Problem, was wir jetzt auch hatten, war, dass wir einfach jetzt nicht so viele verschiedene Daten hatten. Jetzt verschiedene Lerntypen haben wir. Jetzt zum Beispiel, dass man mehr Lerntypen bräuchte oder auch bei den bei den Fragen oder auch, dass man vielleicht Übungsaufgaben hatten wir uns auch überlegt. Und dafür bräuchte man natürlich noch verschiedene Daten. Und da hatten wir uns auch gedacht, eventuell halt auch so einen offenen Ansatz, dass Leute sich oder Schüler sich Accounts erstellen können, wo sie dann selber Tipps und sowas hochladen oder auch ihre eigenen Lernstrategien hochladen, die bei denen funktioniert haben. Oder auch die bestehenden Lernstrategien auch weiter bewerten können, wie gut die für die funktioniert haben. Auch weiterhin, was ja auch mit Datenflutter relativ gut geht, dass die App funktioniert bisher nur auf Android, auch auf andere Geräte oder zum Beispiel den Webbrowser auszuweiten, sodass es zum Beispiel auch bei den Schulen besser verwendet werden kann, wo man natürlich jetzt nicht sofort die App einfach installieren kann. Da wäre dann zum Beispiel eine Webanwendung deutlich einfacher. Ja, unsere App gibt es jetzt auch zum Downloaden. Hier ist der Link, der führt auch zu unserer GitHub-Webseite, wo auch der ganze Source-Code drauf ist, mit den unseren Recherchemaßnahmen zu den verschiedenen Lerntypen, einfach da einscannen und dann die Learn-to-Learn-APK runterladen. Das funktioniert aktuell, wie gesagt, leider nur auf Android. Ja, und natürlich, wir wollen uns nochmal hier vom ganzen Jugend-Hack-Team danken, besonders bei unseren Mentoren, die wirklich uns viel Arbeit erspart haben. Und ja, das war unser Vortrag. Dankeschön. Ihr seid ja nun ein recht großes Team. Wie funktioniert das, wenn so viele Leute an dem Projekt mitarbeiten? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das aufgeteilt? Also wir haben so Gruppen gebildet, die halt Verschiedenes machen. Zum Beispiel Felicitas und Tobi
haben rausgesucht, was für Daten, was für Lerntypen es zum Beispiel gibt. Und Lennox und ich, wir haben uns mit dem Design beschäftigt. Und Maya und Konrad haben dann die App programmiert. Und der andere Konrad, der hat dann auch die App mitprogrammiert später irgendwann. Was er vorher gemacht hat, weiß ich nicht genau. Auch. Okay. Vielen Dank. Habt ihr für euch selber jetzt klären können, welche Lerntypen ihr seid? Nein. Also, das ist noch ausbaufähig ein bisschen. Ihr seid noch dran, nehme ich an. Okay, verstehe. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin.